momentan verlassen. Bis mal wieder vollständig. Evelyn Schulz findet den Weg an den Kreis. Auch wenn jetzt hier Marin Tegeler übertreten hat, aber hat man den Unterschied gesehen. Franziska Hippler geht mit Zug zum Tor, bindet zwei Abwehrspielerinnen. Und dadurch kam ihm halt Marin Tegeler frei zum Wurf. Ja, 11 Minuten gespielt, erst 2 TSG-Tore in der zweiten Halbzeit. Ein Läufer für die Halbposition, Mitte holt den anderen halben Franziska Hippler übers Tor. Sieben Meter. Rausgeholt durch die Nummer 3, Vanessa Edelberger. Und es kommt zu Duell am Punkt. Larissa Heil gegen Justine Steiner. Den verwandelt sie sicher zum 15:21. Larissa Heil. Dusslin verkürzt also weiter. Und das Fehlerfestival in der zweiten Halbzeit bei der TSG geht auch weiter. Ballverlust durch Susan Müller. Und Abwurf. Jetzt heißt es wieder Konzentration finden im Angriffsspiel der TSG. Klare Spielzüge ansagen, die Einzelsituation auch gut nutzen. Angriffe vernünftig vorbereiten, nicht gleich nach ein, zwei Pässen den Abschluss suchen. Damit nicht genau solche Situationen eben halt nicht entstehen, dass man eben halt nach 5, 6 Sekunden abschließen möchte. Es ist momentan wenig konzeptionelles Zeitspiel angezeigt. Und Christine Wolter erscheitert beim freien Wurf an den Pfosten. Aber Justine Steiner ist da, hält ihre Mannschaft weiter deutlich in Führung. Vielleicht wird es aber trotzdem mal Zeit für Bratenkova, die Auszeit zu nehmen, um ihre Mannschaft neu zu ordnen. Tor durch die Nummer 3, Vanessa Edelsberger. Oh.
Nach der Verletzungsunterbrechung von Evelyn Schulz geht es weiter. Beim Spielstand von 21-16. Franka Kühne begleitet sie nach draußen. Deswegen auch die Wechsel bei der TSG. Neu am Kreis. Stefanie Lars auf der Mittelposition. Ludmila Jemacek. Und sie macht es ganz einfach. Das Tor zum 22-16. Tor Ludmila durch Ludmila Jemacek. Also ich kann diese Reaktion von dem Publikum nicht gerade ganz verstehen, dass es hier Pfeifen gegen TuS Limfurt war, weil diese Verletzungssituation hat nichts mit einer Spielerin vom TuS zu tun. Unglücklich eben halt gewesen, eher sogar noch mit Eigenverschulden. Und der Hallensprecher macht das einzig Richtige, fordert die Zuschauer auf, die eigene Mannschaft zu unterstützen. Gut aufgepasst durch die Nummer 3 beim Limfurt Vanessa Edelsberger. Und jetzt muss es mal schnell gehen. Aber nicht so. Aber es bleibt beim Einwurf für TuS Limfurt. Justin Steiner im ersten Anlauf gehalten, aber im zweiten gegen Caroline Monk war sie machtlos. Sie verkürzt auf 17-22. Auch hier Glück gehabt für die TSG, dass der nicht gefangene Ball von Franzis Kepler im eigenen Besitz bleibt, weil Christine Wolter da aufgepasst hat. Und da trifft die Christine Wolter, der belohnt sie für ihren Einsatz. Sie erzielt das 23. Tor. Und Franka Kühne kehrt in die Abwehr zurück. Ja, die TSG ist natürlich momentan vom Verletzungspech arg gebeutelt. Jetzt hier im Spiel mit Evelyn Schulz, dazu gesellen sie eben halt Eva-Maria Kollecker und Daniela Ernst auch noch mit dazu. Damit fehlen natürlich wichtige Stammspielerinnen auch bei der TSG. Auch hier wieder eine Einzelaktion und aber auch gut aufgepasst im Tor von Justin Steiner. Noch knapp 12,5 Minuten zu spielen. Guter Einsatz von Franziska Eppler, die den Ball sich dann auch wieder zurückerkämpft. Und jetzt kommt sie aus der Bewegung. Mit viel Anlauf und viel Schmack ist es ein Schlagwurf. Und der sitzt sicher. Hier wieder eine Einzelaktion, aber die ist diesmal von der Volker Grün. Vanessa Hildberger. Sie trifft zum 18-24. Und auf der anderen Seite holt Christine Wolter mit ziemlich starkem Zug zum Tor den 7-Meter heraus. Und nach zwei verworfenen 7-Metern wechselt auch die TSG ihre 7-Meter-Schützin. Für Ludmila Jemacek wirft jetzt Franziska Hippler.
Und mit etwas Glück trifft sie. Erzielt das 25. Tor. Sehr schönes Tor, endlich mal eine Aktion in der Mannschaft gespielt. Tor durch die Nummer 3 Vanessa Edelsberger. Und das ist das Mittel. Wenn sie eben halt da konsequent zusammenspielen als Mannschaft, dann vielleicht auch noch diese kleine Anzahl an Fehler, Unsauberheiten im Passspiel unterbinden können, dann würde es auch leichter eben halt Tore zu erzielen. Und dann fällt auch das Abwehrspiel leichter, weil man dann eben halt die TSG in den Positionsangriff zwingt. Und auch hier ist es in der zweiten Halbzeit ideenloser bei der TSG. Also man hätte dadurch eben halt auch die ein oder andere Möglichkeit. Man sieht es hier gerade, dass man versucht, was zu spielen und dann sich auch wieder da auf eine Einzelaktion verlassen muss. Und Marin Tegeler von außen abschließt und der Ball aber von Nicole Hillig gehalten wird. Aber da muss man natürlich auf der anderen Seite die Möglichkeiten konsequenter nutzen. Und Franka Kühne zeigt im Zusammenspiel mit Stefanie Lahas, wie es gehen kann, wie man die erst, wie man schnell spielen kann. Jetzt hat man geduldig gespielt und wird mit einem 7 Meter belohnt. Und zu diesem 7 Meter wird nochmal die Torhüterin gewechselt bei der TSG. Antje Borkowski kommt zurück ins Tor. Und sie tritt an gegen die Nummer 18, Evi Husmans. Gut aufgepasst von der Nummer 11 und auch clever geschaltet von der Nummer 18, Evi Hüßmann, die den Ball nicht abfängt mit dem Kopf, die da hätte angespielt werden müssen. Die traf zum 20:26 und auf der anderen Seite zum 27:20. Die TSG wieder ganz schnell.